Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines Toy, das wir uns hier in der Küste des Erwachens erspielen können. Und dazu habe ich euch das schon mal rausgesucht, wir werden uns das jetzt zusammen holen. Das schimpft sich einmal Herausforderungspuppe des schwarzen Drachens. Und wo kriegen wir das? Wir müssen ein paar Items nämlich besorgen und als erstes bin ich jetzt hier auf den Koordinaten 4371 und da müssen wir uns einen Apfel holen. Und ja, ihr seht schon, hier sind ein paar NPCs und bei dem NPC bzw. bei der Ziege haben wir hier einen sauren Apfel und den müssen wir einmal anklicken. So, Apfel haben wir gelootet. Und jetzt müssen wir ein Stück weiter, und zwar hier oben hin, da haben wir nämlich so einen Vogel, das ist auf den Koordinaten 43, 67. Da flattern wir jetzt einmal hin, und dann müssten wir mit dem Vogel was machen können, der muss nämlich irgendwo da oben stehen. So. Irgendwo hier müsste jetzt so ein Vogel sein, mal gucken, ob der hier rumfliegt. Ah, ist es der hier? Ah, genau, das ist der Vogel. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, den Apfel müssen wir draufschmeißen. Genau, also. Wir haben den Apfel beworfen. Was macht er jetzt? Ah, wir können aufsteigen. Der müsste uns jetzt irgendwo nach oben fliegen. Und da müssten wir dann einen Schlüssel kriegen können. Und mittels des Schlüssels müssten wir wiederum eine Kiste öffnen können. Und da ist dann unser Toy drin. Mal, wo wir da hinfliegen? Ah, noch einen Ticken höher. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, ob er da nicht einfach so hinfliegen kann. So wie ich das verstanden habe, ist das Ganze erst sichtbar, wenn man dementsprechend mit diesem Vogel hochfliegt. Das ist hier Schwarzkrallen-Schattenklaue. Und mit dem kann man, wie ihr gerade gesehen habt, halt auch nur interagieren, wenn man den vorher mit dem Apfel bewirft. So, dala. Jetzt sind wir einmal hier oben und jetzt müssen wir mal gucken, wo ich jetzt genau hin muss. Wahrscheinlich in die Höhle rein. Ich glaube nicht in die Höhle. Also hier haben wir jetzt schon mal einen Leichnam. Ach, da ist der Schlüssel. Okay, verlorener Truhenschlüssel. Haben wir jetzt hier schon mal. Und jetzt ist da drin eine Kiste aufgetaucht. Jetzt weiß ich nicht, ist die in der Höhle? Gut aus. Ah, da oben ist die. Also die Mobs müsst ihr wahrscheinlich dort umhauen, wenn ihr nicht wie ich hier stealthen könnt. Jetzt können wir da die Kiste mit dem Schlüssel aufmachen. Ich dachte jetzt erst, da liegt so eine Schaufel. Kennt ihr diese Wände, die ihr aufklopfen müsst mit einem Sprengsatz? Beziehungsweise, wenn ihr Bergbau seid, könnt ihr die auch aufhacken. Aber das war anscheinend schon der Schlüssel, den wir brauchen. Gut, und da haben wir jetzt einmal das Toy, Herausforderungspuppe des schwarzen Drachens. Also, ich zeige es euch jetzt nochmal kurz auf der Map, bevor wir uns das Ganze hier angucken. Also, hier unten war der Apfel, ne? Saw Apple auf Englisch, 43, 71. Dann müssen wir dahinter auf die Koordinaten 43, 67 und auf den Vogel schmeißen. Dann fliegen wir hier hoch und die Kiste ist jetzt auf 44, 70. Vorher natürlich den Schlüssel einmal looten. Gut, dann schauen wir uns das Toy mal an. Aber was macht das Schönes? Also ich muss mal hier wieder die Gelernten einfügen. So, dann schauen wir mal. Hier, beschwört eine Herausforderungspuppe des schwarzen Drachen am Zielort, die 5 Minuten lang bestehen bleibt. Diese dient als Zielattrappe und kann von der jeweiligen entgegengesetzten Rolle geheilt werden oder Schaden durch sie allein. Achso, da können wir auch drauf heilen? Interessant. Okay, also es ist eine Zielattrappe, kann nur draußen benutzt werden, natürlich. Okay, dann wieder Stealth und einmal raus aus dem Laden. Interesting. Ich wusste gar nicht, dass es eine Zielattrappe gibt, die man auch heilen kann. Eine Stunde Abklingzeit hat es, 5 Minuten bleibt es da. Ah ja, seht ihr, wir können das auch. Ah ne, gut, das ist eine Eigenheilung, habe ich hier. Ah, seht ihr, ich kann das quasi auch hochheilen. Interessant, aber ich kann es auch angreifen. Der Basilisk kommt auch noch, hat einen Haufen Leben hier, 20 Millionen, ne? Bis auf 40 können wir es hochheilen. Ja, ist ein ganz nettes Ding, schauen wir uns das mal an, wie es aussieht. Ja, hat schon so eine Drachenrüstung an. Ja, ist ein ganz nettes Ding. Und auch dementsprechend wieder eins mehr in der Sammlung. Wenn ihr euch das holen wollt, habt ihr gerade gesehen, geht relativ zügig. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.